Stefanie Popp hier. Wir nähern uns mit Riesenschritten dem Ende unserer 30-Tage-Challenge. Und gestern habe ich so ein super wichtiges Thema, hat Gott mir aufs Herz gelegt. Thema klingt irgendwie blöd, aber es geht wirklich um das Fundament unseres Glaubens, unserer Beziehung zu Gott. Gott ist heilig, er ist unser König. Und falls du das gestrige Video verpasst hast, du musst unbedingt zurückgehen und dir das anschauen, denn ich möchte heute ein Stück weit daran anknüpfen. Okay, ich habe gestern schon gesagt, Gott verdient unsere Ehrfurcht, weil er unser König ist, und unseren Gehorsam. Und das ist exakt das, was Gott auch von uns fordert. Gott fordert Gehorsam, und ihm nicht gehorsam zu sein, hat Konsequenzen. Und auch das ist wiederum nicht eine Message, die jetzt so gefällig klingt, die runtergeht wie Öl. Aber ich möchte dich heute einfach ermutigen, zum Gehorsam Gott gegenüber, ganz egal, was er sagt, denn du weißt nie, was danach passiert. Du weißt nie, was für ein Segen auf dich wartet. Und ich werde ein ganz praktisches Beispiel, ein Zeugnis dir gleich erzählen. Aber ich möchte dem voraus hier mal eine kurze biblische Geschichte dir kurz nacherzählen, die einfach so deutlich macht, dass für Gott ist Gehorsam unglaublich wichtig. Und zwar finden wir das in 4. Mose 20. Du kannst es mal nachlesen. Mose ist ja echt ein Mann Gottes, ja. Und er hat unglaublich viel mit Gott erlebt, auch unglaublich viel, wie Gott ihn gebraucht hat. Er hat ganz oft erlebt, dass Gott ihm etwas gesagt hat, und er hat es getan, und Gott hat sich einfach dazu gestellt, hat Zeichen und Wunder getan. Und so lesen wir einmal, dass das Volk Israel kein Wasser hatte, und Gott sagte dann zu Abraham, Gott sagte dann zu Mose, als Mose ihn fragte, Gott, was sollen wir tun? Dann sagte Gott hier, nimm deinen Stab und hau auf den Felsen, und dann wird Wasser kommen. Und genau so war es. Und dann etliche Zeit später, viele Jahre später genau genommen, war das Volk Israel wieder in der Situation. Sie waren in der Wüste, es gab kein Wasser. Und Mose ist wieder zu Gott, hat gesagt, Gott, was soll ich machen? Und Gott hat dieses Mal zu ihm gesagt, nimm deinen Stab, aber dieses Mal haust du nicht auf den Felsen, sondern dieses Mal sprichst du zu dem Felsen, dann wird Wasser kommen. Und Mose, ich weiß auch nicht, hatte einen schlechten Tag, er war nicht gut drauf, er war irgendwie ärgerlich, auch über das Volk. Er hat zwar gehört, was Gott gesagt hat, aber er hat nicht exakt getan, was Gott gesagt hat. Das lesen wir in 4. Mose 20. Er hat anstelle, seinen Stab zu nehmen und zu dem Felsen zu sprechen, hat er wieder, genau wie in der Vergangenheit, seinen Stab genommen und den Fels zweimal geschlagen. Es kam zwar Wasser raus, aber Gott hat gesagt, du warst nicht gehorsam. Und weil du ungehorsam warst, ist die Konsequenz, dass du nicht mit dem Volk Israel in das verheißene Land ziehen wirst. Und das ist heftig, oder? Ich habe nur gedacht, oh Gott, nein. Ja, und so menschlich gesehen denken wir vielleicht, oh Mann, das war doch nur eine Kleinigkeit. Und ist doch klar, dass Mose sich auch über das Volk mal geärgert hat. Und Mensch, warum muss denn Gott da dann so streng mit ihm sein, dass Mose tatsächlich nicht in das verheißene Land gehen durfte? Er hat doch seinen Job eigentlich gut gemacht. Kennst du diese Gedanken? Diese Gedanken kenne ich auch. Aber weißt du was? Diese Gedanken sind so gefährlich, weil wir einfach nicht verstehen, Gott ist der König. Und sein Wort ist Gesetz. Und wenn Gott etwas sagt, dann kann er von seinem Wort nicht abrücken. Ja, sein Wort ist ein Dekret, das selbst ein König nicht zurücknehmen kann. Und wenn er etwas sagt und es wird dann nicht so getan, dann muss das Konsequenzen haben. Ansonsten würde das Königreich geschwächt werden. Und es ist so interessant, wenn du dich mal mit einer Monarchie, auch mit der Geschichte beschäftigst, was wirklich das ausmacht, die Herrschaft eines Königs, da gehört es einfach eins zu eins dazu, ja, dass das Wort des Königs Gesetz ist. Natürlich gehört da dazu, dass ein König sich genauer überlegen muss, was er sagt. Ja, weil er an sein Wort dann gebunden ist und weil er sein Wort nicht einfach
schwupps zurücknehmen kann oder das mal eben zurechtbiegen. Das geht nicht. Okay, das ist eine Königreichordnung, die ist festgesetzt. Und deswegen musste Gott ja auch seinen Sohn Jesus auf die Erde senden, denn er konnte sein eigenes Wort nicht abändern. Ist ein anderes Thema für eine andere Zeit, aber hier ist einfach wichtig zu sehen, Gott musste konsequent sein. Ja, und Mose war nicht gehorsam und es hat für ihn echt Auswirkungen gehabt. Deswegen ging er nicht verloren, deswegen war er nicht mehr nicht Gottes Freund, ja, aber es sein Ungehorsam, sein Nicht-Respektieren von dem, was Gott gesagt hat, sein einen Moment nicht Ehrfurcht haben vor Gott und mehr im Ärger verstrickt zu sein mit dem Volk, hat ihn letzten Endes die Reise ins Land Kanaan gekostet. Und das ist doch echt tragisch, oder? Das finde ich so eine, ja, es ist einfach da und wir dürfen das sehen. Aber ich habe euch ja versprochen, dass ich euch ein Zeugnis erzählen möchte, weil Gott nicht nur Gehorsam von uns fordert, damit wir gehorsam sind, sondern ganz oft hat er Segnungen daran geknüpft. Und indem wir bereit sind, einen Schritt zu tun, gehorsam zu sein, dem, was Gott sagt, das setzt einfach seinen Segensstrom für uns frei. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Gott will nicht nur Gehorsam um des Gehorsams willen, sondern Gott möchte, dass wir gehorsam sind, damit er uns segnen kann. Gehorsam zeigt Gott, dass wir bereit sind, ihn immer wieder an erster Stelle zu setzen und ihm Ehrfurcht entgegenzubringen. Und wenn wir das tun, dann wird Gott alles tun, was es braucht, um uns zu segnen und weit darüber hinaus. Okay? Und hier kommt mein Zeugnis. Es ist ein paar Jahre her jetzt, aber ich halte diese Begebenheit in meinem Herzen, weil sie ist mir so kostbar und ich habe etwas wirklich Wichtiges daraus gelernt. Und zwar war ich mit meinem Mann auf einer Konferenz für einige Tage und es war der letzte Tag. Und es war morgens und wir waren quasi im Gottesdienst in der Anbetungszeit, einfach ganz normale Anbetungszeit. Und ich hatte meine Augen auf Jesus gerichtet und habe einfach gesungen und Gott angebetet. Und dann hatte ich so ein flüchtiges Bild im Kopf, okay? Ich habe mich selber gesehen, wie ich zu einem der Hauptsprecher hingegangen bin und mich hingekniet habe und seine Schuhe berührt, okay? Ich hatte einfach dieses Bild im Kopf und ich habe im selben Moment gedacht, also ganz ehrlich, das ist ja absolut bescheuert. Ja, warum sollte ich sowas tun? Niemals würde ich sowas tun. Und ich habe gesagt, Gott, ganz ehrlich, bist das jetzt du? Oder bin das jetzt ich? Sind das jetzt irgendwelche sentimentalen letzter Tag Konferenz Emotionen, die mir solche Bilder bescheren? Ja, und so habe ich einfach nur gedacht, Gott, wie sieht denn das aus, wenn ich da jetzt einfach quasi quer durch den Saal laufe und dann zu dem Typ hingehe und sage, hör mal, ich bin mir ja nicht sicher, aber das macht man doch nicht, so benimmt man sich doch nicht. Ne? So habe ich eine Weile mit mir rumdiskutiert, aber ich habe dann einfach nur gedacht, Mensch, wenn das wirklich Gott ist und ich tue das nicht, wer weiß, was ich dann verpasst habe. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass das tatsächlich nicht Gott ist und dass einfach schlicht nichts passiert und dass ich einfach mich irgendwie zum Affen mache. Das wäre das Schlimmste. Aber ich habe dann echt, ich habe es abgewägt in meinem Herzen und ich habe nur gedacht, lieber mache ich mich zum Affen und nichts passiert, wie dass ich etwas verpasse, was Gott wirklich tun möchte. Und dann habe ich mir den Mut gefasst und ich bin darüber geschlichen. Ich habe denjenigen an der Schulter getippt und ich habe gesagt, Entschuldigung, aber ich habe dieses Bild gesehen, wie ich einfach mich hier niederknie und deine Schuhe berühre und ich weiß nicht genau, ob das Gott ist, aber ich will einfach gehorsam sein. Wäre das in Ordnung für dich, wenn ich deine Schuhe berühre? Ist doch verrückt, oder? Oh, kann mich noch wie heute dran erinnern. Und derjenige, der guckte halt so und hat so ein bisschen mit den Schultern gezuckt und hat gesagt, okay, mach halt. Und dann habe ich mich hingekniet und ich habe seine Schuhe berührt. Und weißt du was? In dem Moment kam so die Kraft Gottes auf mich. Das war unglaublich.
Ich lag da wirklich am Boden und habe so die Kraft Gottes einfach erlebt, körperlich, geistlich, emotional. Das war so übernatürlich. Ja, da kam so der Heilige Geist und hat mich berührt, hat mich erfüllt. Und aus diesem Moment ist einer der intensivsten Tage mit Gott in meinem Leben entstanden. Das war nicht nur ein Moment, den ich erlebt habe, sondern das war wie der Startpunkt von einem unglaublichen Tag mit Gott. Ja, wo ich für Stunden wirklich Begegnung mit Gott hatte, wieder und wieder und wieder. An dem Tag, ich kann es nicht im Detail wiedergeben, das wird jetzt wirklich zu weit führen, aber das war ein absolut übernatürlicher, himmlischer Tag, inklusive Engel, den ich gesehen habe und einfach krasse Dinge erlebt. Und alles fing damit an, dass ich einfach gesagt habe, okay Gott, auch wenn ich das total verrückt finde und ich mich echt überwinden muss und ich mir auch nicht sicher bin, dass es du bist, aber ich will gehorsam sein. Ich will gehorsam sein. Ja, ich schiebe mal meine eigene Würde beiseite und bin bereit, mich zu demütigen und schlimmstenfalls stehe ich dumm da, aber ich will gehorsam sein. Und das war so eine kostbare Lektion für mich, die mich total verändert hat und wo ich definitiv eins gelernt habe: Wenn Gott etwas sagt, dann tue ich das und zwar sofort. Ja, ich diskutiere nicht mehr rum, zumindest hoffe ich das. Und Gott möge mir Gnade schenken. Ich möchte so ein Mensch sein, der tut, was Gott sagt, sobald er sagt, dass ich es tun soll. Und weißt du, das ist auch wirklich ein Geheimnis. Wenn Gott etwas sagt, dann im perfekten Timing. Ja, Gott redet nicht zu dir und gibt dir eine Sache, die du tun sollst, und er packt da noch Bedenkzeit drauf. Das ist nicht Gott. Gott gibt dir keine Bedenkzeit. Gott möchte einfach, dass du verstehst, mit ihm zu leben bedeutet, ich bin bereit, gehorsam zu sein. Und er hat das perfekte Timing in der Hand. Er weiß, wann was geschehen muss. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen, dass zu unserem Segen Gott möchte, dass wir lernen, gehorsam zu sein. Und ich habe vor kurzem in einem Artikel etwas gelesen, was mir dazu auch noch mal so eine kleine Offenbarung gegeben hat. Ja, wir kämpfen ja oft in einem geistlichen Kampf. Ja, das Leben ist Krieg. Ja, wir erleben geistlichen Kampf und manchmal macht uns das so zu schaffen, dass ja, dass der Feind dieses und jenes, und da ist auch echt eine Realität drin. Und wenn du weniger Kampf in deinem Leben erleben möchtest, dann ist das ein Schlüssel, dass wenn Gott etwas zu dir sagt, tust du es sofort. Je länger du Zeit verstreichen lässt, um dann nach langem Beten und Überlegen und vielleicht noch reden mit anderen, dann bereit zu sein, das zu tun, was Gott gesagt hat. Es gibt dem Feind auch alles Mögliche an Zeit, alles Mögliche in deinen Weg zu schmeißen, um dich von deinem Erfolg abzuhalten. Gott weiß, wie es läuft und Gott weiß, wie es funktioniert. Er will, dass du erfolgreich bist und im Segen. Und es ist zu deinem eigenen Besten, zu deinem Schutz, aber auch zu deinem absoluten Segen, wenn du das einfach verstehst, dass Gott das perfekte Timing in seiner Hand hält. Und wenn er sagt, mach, tu, geh, ruf an, schick eine Nachricht, spende diesen und jenen Betrag, dann ist es wirklich jetzt, jetzt, jetzt der Moment, in dem du aktiv werden kannst, sollst und musst. Ansonsten hast du unter Umständen den Moment verpasst, okay? Und ich möchte dich einfach ermutigen, denk an mein Zeugnis. Das war so eine geniale Erfahrung und ich sage dir, die willst du auch machen, ja? Also sei einfach ganz neu bereit, Gott gehorsam zu sein. Sei bereit, mit einem fröhlichen Herzen Gott gehorsam zu sein, weil du verstehst, Gott will nicht nur dein Gehorsam, weil er dein König ist, sondern weil, wenn du bereit bist, Ehrfurcht vor Gott zu leben, auch durch dein Gehorsam, dann kann Gott einfach die Segnungen des Himmels über dir freisetzen und ja, dich einfach erfolgreich durchs Leben bringen. Ist es nicht eine gute Botschaft, eine gute Message? Ich denke schon. Also mich begeistert das und ich liebe es, Gott gehorsam zu sein. Dazu kann ich dich einfach nur ermutigen. Okay, also in diesem Sinne, ganz viel Segen dir und bis denn.